Mein Name ist Erwin Füsser. Ich erzähle Ihnen etwas über ein neues Projekt von mir mit dem Namen Marktpreis-App. Die Sache ist seit einem Vierteljahr aktuell und so langsam wollen wir mit diesem Projekt starten. Zuerst ein paar Informationen zu meiner Wenigkeit. Ich heiße Erwin Füssel und bin seit 1978, glaube ich, auf dem Gebiet der Kfz-Ersatzteile, zuerst LKWs und nachher PKW-Ersatzteile unterwegs. Ich bin Inhaber der Firma EF Consulting. Diese Firma existiert mittlerweile 20 Jahre und wir haben uns auf die EDV-Beratung für Kfz-Betriebe spezialisiert. Aus diesem Erfahrungsbereich ist diese Idee mit der Marktpreis-App entstanden. Etwas zum Projekt selbst. Es handelt von der Erstellung einer globalen Datenbank für Autoersatzteile, später für LKW-Ersatzteile und zum Schluss für Landmaschinenersatzteile. Es gibt dann noch weitere Anwendungsbereiche für diese Marktpreise, zum Beispiel für die Nahrungsmittel, für elektronische Bauteile oder Baumaschinen. Das sind so diese Grundbedingungen für das Projekt. Welche Entwicklungsstufen gibt es? Also zuerst muss mal diese Datenbank aufgebaut werden. Dort sollte man die Feldinhalte klären und mal nachschauen, was der Markt denn überhaupt an Informationen braucht. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir 4 Feldinhalte haben. Erstmals der Hersteller, dann die Ersatzteilnummer, die Bezeichnung und den dazugehörigen Marktpreis. Es können noch weitere Felder in diese Datenbank mit eingepflegt werden. Aufgrund der enormen Menge an Daten muss man bestimmen, wie groß die Datensammlung erstmal werden soll. Im Moment habe ich jetzt zum Beispiel eine Datensammlung von Kfz-Teiledaten von 25 Millionen Datensätzen. Aufgrund der Größe muss man dann den Speicherort auswählen, welchen Rechner setzt man ein. Ein anderer Punkt ist die Pflege der Daten. Wie gewinnt man Lieferanten? Wer pflegt Daten ein? Das können auf der einen Seite die Hersteller sein, das können die Lieferanten der Ersatzteile sein, das können Großhändler sein, das können die Informationen vom Endverbraucher sein. All diese Daten werden eingepflegt und daraus entwickelt sich dann der gängige Marktpreis. In dem Zusammenhang muss man darüber reden, wie man den Bezug der Daten vereinfacht, also dieses Automatisieren von Daten. Und nicht zuletzt ist es dann wichtig, wie werden die in diese Datenbank importiert. Es gibt gewisse Importmechanismen, die man dann standardisieren muss, um die Daten in die Datenbank hineinzubekommen, damit man also immer auf dem neuesten Stand ist. Nachdem man diese Grundbereiche erstellt hat, wird als nächster Schritt die Rechnungskontrolle erstellt. Das heißt also, der Kunde kann seine Rechnung einscannen und die Rechnung wird dann gegen einen kleinen Preis von uns kontrolliert. Das soll auch
automatisch abläufen. Also der Scan wird vom Kunden gemacht und die Datenbank prüft dann in etwa zuerst mal die Ersatzteilpreise, später dann auch noch die Arbeitswerte auf der Rechnung ab. Nachdem dieser dritte Schritt vollzogen ist, ist es dann wichtig, dass man auch die Rückmeldung des Anwenders mit einbindet. Das heißt also, wenn der Kunde dementsprechend seinen Preis eingibt, muss dieser Preis über die App in die Datenbank eingepflegt werden. Wenn diese vier Schritte dann erledigt sind, ist es wichtig, dass alle OEM-Preise der Lieferanten, die daran teilnehmen, mit in der Datenbank erscheinen. Und so hat man jetzt diese riesige Datenbank, aus der dann die einzelnen Bereiche generiert werden. Das gibt es bereits, das ist vorhanden, es ist eine Preisliste von Autopreisdaten vorhanden, es ist eine Preisliste von LKW-Preisdaten vorhanden, Preislisten von Landmaschinen und Preislisten von Motorrädern. Dort gibt es erstmal wenige, aber sowas kann man später noch weiter ausbauen. Was muss man noch machen? Die Preislisten für die OEMs aus Deutschland, die Preislisten der OEMs aus Italien, da existieren sehr viele Preislisten. Dann gibt es mittlerweile eine Preislistensammlung für Baumaschinen, auch die muss also letztlich in die Datenbank angepflegt werden. Dann Preislisten für die OEMs aus Österreich, Autoteile meine ich jetzt hier in dem Zusammenhang. Dann gibt es eine Preisliste für Großhandelspreise, PKW und LKW aus der Schweiz. Das gleiche haben wir auch von Russland, auch dort Preislisten aus dem Großhandelsbereich. Ich habe noch eine Sammlung von Arbeitswerten bzw. Richtzeiten und als letztes gibt es noch sonstige technische Informationen, die man im Laufe der Zeit noch einpflegen kann. Wie sieht die Entwicklung aus? Zuerst müssen wir die Datenbank aufbauen, dann ist die Programmierung der Internetseiten vorgesehen. Parallel läuft wahrscheinlich die Programmierung für die App ab und als letztes kommt dann die Anbindung der Lieferanten. Auch das Programm muss dann so weit geschrieben werden, dass also die Lieferanten in die Datenbank einspeisen können, aber dass auch das Abrechnungsmodul gegenüber den Lieferanten von der Datenbank aus dementsprechend gemacht wird. Das ist der technische Teil der Entwicklung. Parallel dazu laufen Marketingaktionen, das heißt also die beste und tollste Aktion ist also erstmal dieses kostenlose App, das man zur Verfügung stellt, wo der einzelne Kunde nach seinen Preisen sehen kann. Das läuft nicht von sich aus. Sowas muss in Foren beworben werden. Man muss Fachzeitschriften einsetzen, wobei man jetzt nicht nur den EDV-Bereich abdeckt und den Konsumentenbereich, sondern es geht auch um Werkstätten und Autohäuser, die in Fachzeitschriften über diese App informiert werden sollten. Was nur persönlich geht, ist die Gewinnung von Teilehändlern. Da muss man halt eben die Teilehändler mal anrufen, zur Not auch besuchen und mit ihnen drüber sprechen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Einbinden der Hersteller, die hoffentlich, wenn die App dann mal vernünftig und gut läuft, von selbst auskommen und die Informationen zur Verfügung stellen. Nochmals,
eine Marktübersicht. Ich habe auf der einen Seite meine Endverbraucher, dann eben die Kfz-Werkstätten, der Autohandel, der mit eingebunden wird. Das gleiche gilt für die Lkw-Werkstätten und die Lkw-Händler, die wir in Deutschland haben, und dann über Deutschland hinaus in den nächsten Schritten. Dann, wie gesagt, der Teilehandel, und was ganz wichtig ist, sind die Teileportale, die über diese App ihre Teile verkaufen können auf der einen Seite, oder was sie noch machen können, sie können Informationen für sich selbst gewinnen und dort ihre Preisgestaltung mit diesen Informationen verbessern und neu überdenken. So ist der Kundenkreis aufgebaut, auf der einen Seite eben Werkstätten, die machen darüber die Preisermittlung für ihre Fremdteile, die Hersteller, die sich darüber informieren, wie die Teile bei dem Mitbewerb gehandelt werden, der Teilehandel, der mit einem Bestellsystem über diese App profitieren kann. Er hat auch die Möglichkeit, darüber eine Preiskontrolle durchzuführen, den Markt zu überwachen. Das gleiche gilt letztlich für die Zulieferer, die da die Preise für die Hersteller sehen und natürlich auch die Preise ihrer Wettbewerber im Markt. Bei den Herstellern können Sie in etwa erkennen, wie sich die Margen für die einzelnen Ersatzteilpreise entwickeln. Und als letztes, und das ist eigentlich das Wichtige für diese Marktpreis-App, es ist der Endkunde, der auf der einen Seite eine Preiskontrolle selbst ausführen kann und dann auch noch die Möglichkeit hat, dass man eine Rechnungskontrolle über Reparaturrechnungen ausführt. Das ist natürlich von Endkunden zu bezahlen im Gegensatz zur Preiskontrolle. Wer gewinnt was? Die Kunden haben eine Kontrolle über die Marktpreise, die Werkstatt gewinnt eine Marktübersicht, der Teilehandel gewinnt Neukunden und der Hersteller hat die Markttransparenz, die er sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewünscht hat. Also im Endeffekt vier Gewinner, die an dieser Information verdient. Als letztes erzähle ich etwas über den Zeitraum. In welchem Zeitraum soll das Ganze entwickelt werden? Ich gehe davon aus, dass man in der ersten Stufe, die circa 1 bis 2 Monate dauert, das Marktpreis-App erstellen kann und die Internetseiten so weit entwickelt bzw. neu anpasst, dass sie auf dieses App dann abgestimmt sind. Wie gesagt, circa 2 Monate. In der Zwischenzeit beginnt so langsam die Kundengewinnung. Die zweite Stufe setzt allerdings erst ein, nachdem die erste Stufe richtig abgeschlossen ist, weil die Kundengewinnung ja eben über diese Marktpreis-App ablaufen soll und diese Marktpreis-App ja erst dann benutzt werden kann, wenn sie auch erstellt wurde. Diese Kundengewinnung dauert einen gewissen Zeitraum. Ich gehe davon aus, dass man in einem halben Jahr schon eine sehr große Anzahl an Neukunden gewinnen kann. Kommt immer darauf an, wie stark man das im Markt bewirbt. In der Zwischenzeit wissen ja dann auch die Hersteller von dieser App und sie werden sicherlich von sich aus den Kontakt zu uns selbst suchen. Außerdem brauchen wir ja die Daten der Hersteller, damit man also daraus einen gewissen Grundstock an Daten gewinnen kann und auch einen gewissen
Grundstock an unverbindlichen Preisempfehlungen, die die Hersteller im Markt erzielen. Als letzte Stufe, und das wird sich circa ja, nach einem halben Jahr so entscheiden, ist die Einbindung des Teilehandels notwendig. Der wird in diesem halben Jahr davon überzeugt, dass er nur einen Nutzen hat, wenn er sich an dieser ganzen Sache beteiligt. Er gewinnt sehr viele neue Kunden. Das hängt also wirklich von dieser Stufe 2 ab, wie diese App im Markt angenommen wird. Und wenn man darüber die neuen Kunden gewinnt, hat man letztlich auch als Anbieter dieser Marktpreis-App dementsprechend einen sehr großen Eigennutzen. Ich fordere Sie auf, bringen Sie Ihre Ideen in diese Entwicklung mit ein, beteiligen Sie sich an der Entwicklung und Sie können sicher sein, dass nicht nur ich, sondern vor allem auch Sie einen großen persönlichen Erfolg erzielen können. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und melden Sie sich wieder. Also, hier haben Sie meine Kontaktdaten. Scheuen Sie sich nicht. Rufen Sie an. Wir können über alles sprechen. Würde mich freuen, wenn ich was von Ihnen hören würde. Danke.